Block 34, Transistor schaltet aus. Das ist ein guter Titel. Also bis jetzt haben wir immer quasi versucht, so eine Kette zu machen, die dann letztendlich dazu führt, dass wir mit einem Steuerstrom oder mit einem sehr, sehr kleinen Steuerstrom, das ist dann der Darlington-Transistor, irgendwas einschalten. Und jetzt können wir uns mal überlegen, wie könnte ich denn das Gegenteil machen, dass ich mit einem Steuerstrom etwas ausschalten kann. Und das sehen wir in dieser Schaltung hier. Also jetzt in dieser Schaltung, wenn ich den Schalter offen habe, wenn also hier kein Steuerstrom fließt, dann leuchtet die LED. So wie ich aber diesen Schalter schließe, geht die LED aus. Und vielleicht demonstriere ich das mal, bevor wir uns anschauen, wie die Schaltung genau funktioniert. So, das ist dann das andere Board. So, also wir sehen, dieses Kabel hier, das ist mein Schalter. Und das ist jetzt mit nichts verbunden, also der Schalter ist offen, wir haben keinen Steuerstrom und die LED leuchtet. Und jetzt schließe ich den Kontakt. Und so wie ich hier diesen Schalter schließe, so wie ein Steuerstrom fließt, geht die LED aus. Und wenn ich das Kabel wieder rausziehe, den Schalter wieder öffne, dann leuchtet das Lampenlicht wieder. Gut, also das ist das, was die Schaltung macht. Schauen wir uns an, warum. Schauen wir uns mal den Zustand an, in dem dieser Schalter offen ist, in dem also kein Steuerstrom hier in die Basis von Q1 hineinfließt. Das heißt, wir können eigentlich Q1 aus dieser Schaltung entfernen, weil wir sagen, da fließt da kein Basisstrom hinein, damit verhält sich der wie eine Unterbrechung. Das heißt, wir können uns einfach denken, was würde passieren, wenn der nicht da wäre. Und wenn... Genau, dann ist einfach die Basis von Q2 über R2 mit der positiven Versorgung verbunden. Das heißt, hier fließt dann ein Steuerstrom in die Basis von Q2 hinein und schaltet Q2 durch und damit leuchtet die LED. Was passiert aber, wenn ich diesen Schalter schließe? Dann kann ich mir vorstellen, dass dieser Schalter sozusagen geschlossen ist. Wir schalten ja im Augenblick mit Transistoren, das heißt, es gibt quasi eine Verbindung zwischen der Basis von Q2 und Ground. Und damit wird die Basis von Q2 nach Ground gezogen. Da ist es ziemlich wurscht, dass da noch dieser Widerstand da drüben ist, weil das ist natürlich deutlich stärker. Und wenn die Basis von Q2 mit Ground verbunden ist, oder in dem Fall 0,2 Volt über Ground ist, weil wir sagen, mehr können wir mit einem Transistor nicht erreichen, dann ist hier 0,2 Volt über Ground, ich brauche aber mindestens 0,6 Volt über Ground, damit diese Basis-Emitter-Diode anfängt zu leiten. Das heißt, in diese Basis kann kein Strom reinfließen. Der gesamte Strom, der von da oben kommt, der fließt durch R2 durch. Und wenn er an dem Punkt hier unten ist, überlegt er sich, okay, fließe ich dahin oder fließe ich dorthin? Da kann er aber nicht hinfließen, dazu hat er nicht genügend Spannung an diesem Punkt. Da sind die 0,6 Volt noch nicht erreicht. Das heißt, der gesamte Strom, der durch R2 durchfließt, wird über Q1 an Ground abgeleitet und Q2 ist darum offen und das Lampenlicht leuchtet nicht. Das ist ein üblicher Mechanismus, dass man auf diese Art und Weise mit einem Transistor die Basisspannung von einem anderen Transistor quasi mit Ground verbindet und damit diesen anderen Transistor abdreht und so auch quasi ein Signal invertieren kann. Dass ich quasi sage, so wie ich hier mit der Steuerspannung hochgehe, habe ich am Ausgang nichts mehr. Wenn ich mit der Steuerspannung runtergehe, dann leuchtet das Lampenlicht, dann leuchtet die LED. Ja. Es ist ein bisschen wie diese Darlington-Selbstregulierung. Nur quasi, dass Q1 und Q2 vertauscht sind, weil bei der Darlington-Selbstregulierung hat quasi Q2 Q1 gesteuert und über die Kollektorspannung. Und hier steuert Q2
Q1, Q2 über die Basisspannung. Also aber es ist die Grundidee ist insofern gleich, als dass der eine Transistor bewirkt, dass der andere Transistor an seinen eingehenden Spannungen vorfindet, sodass er nicht leitend wird. Und in dem Fall eben, wir ziehen die Basis zu Ground, damit kann die Basis-Emitter-Diode hier nicht leiten und damit sperrt man dieser zweite Transistor. Genau, also man könnte zum Beispiel hergehen und könnte diese Schaltung, also aus dem Schalter, dem R1 und dem Q1, jetzt mehrere Male parallel machen, alle mit diesem Punkt verbunden, und so wie ich nur einen dieser Schalter betätige, geht die LED aus. Weil es reicht, wenn einer dieser Q1a, Q1b, Q1c leitend wird, um die Basis von Q2 abzudrehen. Dann hätten wir schon den NOR. Ja, ist ein NOR nach dem Satz von, wie heißt er? Gott, jetzt stehe ich auf der Leitung. Wortfindungsschwäche. Ich stehe im Skriptum. wenn man hinten schummelt und nachschaut bei den Digitaldingen. Schauen wir schnell. Bist du wahnsinnig, das ist ein Vorgriff. Das ist der morgische Gesetz. Und da war das genau, nicht? Ich habe gesagt, ein NOR, nicht A oder B. Und du hast gesagt, nicht A und nicht B. Und das ist das Gleiche. Genau, und der Morgan heißt der Mensch. So, wo waren wir da gerade? Da sind wir zweit. Transistor schaltet aus. Genau. Ja. NOR allein ist ein prädikatenlogisches Minimalset. Du kannst jedes Gatter bauen nur aus NOR. Geht nur mit NOR und NAND. Also alle anderen Dinge, da fehlt dann noch ein zusätzliches Ding. Gut. Ja, das war eigentlich schon wieder dieser Block. Weiß nicht, gibt es Fragen? Sonst gehen wir noch diese Diskussionspunkte durch. Die Übung machen wir jetzt nicht. Könnt ihr machen, das Ganze am Computer simulieren. Ich weiß, wir haben noch nicht eine Workshop-Simulation gemacht. Also es kommt noch einen eigenen Workshop, wo wir uns das ein bisschen strukturiert anschauen, wie man so ein Simulationsprogramm bedient. Aber das schadet vielleicht nicht, sich da ein bisschen schon mal durchzuklicken und Sachen anzuschauen. So, Diskussion. Warum ist bei geschlossenem S1 für den Strom aus R2 die Kollektor-Emitterstrecke von Q1 attraktiver als die Basis-Emitterstrecke von Q2? Weshalb funktioniert diese Schaltung? Genau, also wenn die Frage war ja, wenn der Strom hier kommt, warum ist es attraktiver, bei durchgeschaltetem Q1 hier zu fließen, als über Q2 zu fließen und das Lampen zum Leuchten zu bringen? Und die Antwort völlig richtig ist, weil ich hier mindestens die 0,6 Volt brauche. Ja, die sind parallel. Ich habe hier, brauche ich 0,6 Volt, damit was passiert. Aber wenn der durchschaltet, dann geht das ja bis zu 0,3 Volt runter. Das heißt, ich erreiche nie eine Basis-Emitterspannung hier, die bewirkt, dass durch in diese Basis ein signifikanter Strom fließt, der ausreicht, um diesen Transistor zum Leiten zu bringen.
Funktioniert ein Transistor? Den Rest habe ich nicht verstanden, weil er da hinten spielen. Du meinst 0,2 Volt Basis-Emitterspannung. Also die Frage ist, was passiert bei 0,2 Volt Basis-Emitterspannung? Tut sich dann noch was? Und nein, also der, also es fließt natürlich ein minimalster Basis-Emitterstrom, weil natürlich durch jede Diode Strom durchfließt, sowie die sowie die Spannung größer 0 ist. Aber selbst wenn er diesen Strom hundertfach verstärkt, ist er immer noch marginal. Ob er ihn exakt hundertfach verstärkt, das weiß ich nicht, weil das so ein Extrem ist, das nicht wirklich spezifiziert wird. Und das ist auch für uns nicht wirklich interessant, wenn da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, um jetzt irgendein SI-Vorzeichen zu nehmen, wenn da jetzt ein Picoampere reinfließt, ja, ob dann daraus auf der anderen Seite 100 Picoampere werden oder das tausendfache 1 Mikroampere, das ist alles unter, wir schalten unsere Last durch. Du meinst quasi als eine Mini-Stromquelle, die ganz, ganz... Ja, und mit niedrigen Spannungen und nicht klar spezifizierter Frequenz, weil all diese Sachen halt extrem temperaturabhängig sind. Und dann kommt halt noch dazu, wenn ich hier Ströme habe, wo ich halt jetzt sage, okay, da haben wir irgendwie so und so viel Femto- oder Picoampere und dann werden dort irgendwie ein Mikroampere draus, das sind kleine Ströme gegenüber den Leckströmen, die wir sonst irgendwo in der Schaltung haben. Also man muss das ja immer in Relation sehen zu dem Strom, der hier vom Kollektor nach Emitter fließt, wenn wir gar nichts an der Basis tun, wenn wir die nur offen lassen, weil dieser Transistor immer einen Leckstrom hat und weil die Oberfläche von der Leiterplatte, auf der ich das alles verlöte, halt kein perfekter Isolator ist, sondern dort habe ich vielleicht Fettrückstände oder was auch immer, die halt ein bisschen leiten. Und in der Funktechnik sind solche Sachen echte Probleme. Also wenn man jemanden hat, der irgendwie so selber Funkempfänger und aufbaut, da ist das üblich, dass man dann irgendwie die ganze Schaltung mit Alkohol reinigt, damit überall keine Fettrückstände mehr sind, damit man eben diese Leckströme noch weiter runterbringen kann. Also in manchen anderen Gebieten sind das halt echte Probleme, in anderen weiß man halt nur, es macht keinen Sinn, wenn ich einen Oszillator baue, dass ich jetzt irgendwie sage, ich lade und entlade einen Kondensator mit so kleinen Strömen, weil dann andere Effekte überwiegen. Also natürlich erst recht, wenn ich das da irgendwie auf einem Breadboard aufbaue, aber auch wenn ich das auf einer normalen Leiterplatte aufbaue. Und diese Funkdinger, das sind dann oft so frei fliegende Aufbauten, weil halt nichts Besseres als Isolator als Luft und dann sind halt die Haxen in der Luft miteinander verlötet. Und könnt ihr euch erinnern an den ersten Kursabend, wo wir dieses Luftballonexperiment gemacht haben? Da habe ich ja dieses Messgerät mitgehabt, das ich selber gebastelt habe. Und wenn man das näher anschaut, ich kann es wieder mal mitbringen, vielleicht nehme ich das mit, wenn wir die Operationsverstärker dann machen. Da habe ich sowas. Da ist von einem Chip ein Pin nach oben gebogen und dann in der Luft verlötet, weil so wie ich das über eine Leiterplatte mache, sind da so große Leckströme, dass diese Schaltung nicht mehr funktioniert. Also ich würde sowas nicht verwenden, um quasi kontrolliert irgendwelche Effekte zu machen und eine Mini-Stromquelle zu bauen. Da gibt es bessere Methoden, ganz Stromquellen für ganz kleine Ströme zu machen. Aber ob das in der Realität, also ich habe mir mal angeschaut, wie das jetzt ein physikalisch erklärt wird im Transistor mit diesen Übungs. Also ich weiß nicht, ob das dann das mathematische Modell in solchen sozusagen Randbereichen so. Also wie gesagt, ich würde mich da gar nicht auf das mathematische Modell für den Transistor stürzen, weil es quasi ausreicht, dass ich drumherum schon Leckströme habe und dass ein Leckstrom eben über das Gehäuse fließt, über die Oberfläche von dem Gehäuse und so. Da wäre es quasi dann wurscht, ob da ein Transistor ist oder ein billiges chinesisches Transistor-Imitat, das nur aus dem Plastikgehäuse besteht und ohne was drinnen, weil da habe ich auch schon Leckströme quasi. Einfach nur, weil nichts ein perfekter Isolator ist. Gut, so, haben wir noch was oder was das? Genau, worauf muss man achten, wenn man Q1 in der Schaltung durch einen darlinkten Transistor ersetzen möchte? Was ist denn Q1? So,
Wir haben jetzt Q1 und dann wollen wir hier einen Darlington-Transistor machen. Vielleicht der andere. Funktioniert das noch, wenn Q1 ein Darlington-Transistor ist? Warum funktioniert es nicht? Genau. Beim Darlington-Transistor haben wir gerade vorher gesagt, 0,8, weiter kommen wir nicht runter. Und mit 0,8 drehe ich diese Basis nicht auf. Weil da muss ich auf unter 0,6, damit ich diese Basis aufdrehe. Was könnte ich machen, damit ich einen Darlington-Transistor verwenden kann? Das will ich nicht machen. Weil wenn ich aus Q2 auch einen Darlington-Transistor mache, dann kann mit kleinen Leckströmen das schon geschaltet werden. Und so. Es gibt eine viel einfachere Möglichkeit. Genau, eine Diode. Hier, nach dem Emitter noch eine Diode, dann brauche ich, damit Q2 durchschaltet, nicht nur die 0,6 Volt für die Basisemitterdiode vom Transistor, sondern noch einmal 0,6 Volt für die Diode, die ich eingebaut habe. Und damit dreht dann Q2 ab, sowie die Spannung an der Basis hier unter 1,2 Volt fällt. Und dann geht das mit einem Darlington-Transistor hier auf. Wenn der wirklich auf diese 0,8 runterkommt, kleiner 1,2, dann funktioniert die Schaltung wieder. Also wir haben quasi gerade vorhin die Nachteile vom Darlington-Transistor theoretisch gehabt und jetzt gleich eine Schaltung gesehen, wo wir gesehen haben, da kann ich nicht einfach einen Transistor durch einen Darlington-Transistor ersetzen, ohne mir zu überlegen, was heißt das eigentlich Darlington-Transistor und wodurch unterscheidet sich der von einem normalen Transistor. Sehr gut. Noch Fragen? Dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. Nächstes Monat Experimentiergruppe und Kurs ist vertauscht. Am Nationalfeiertag haben wir eine Experimentiergruppe und was davor, am 19. Oktober haben wir dann den Kursabend und ja, schaut, was alles genug leitet, um einen Darlington-Transistor zum Schalten zu bringen. Ja, danke. Wenn es auch Fragen gibt, bin ich noch hier. Also,